Der nächste Mutterkristall soll fallen und wir brechen deshalb auf nach Felsfalkenschrei, denn wir müssen über das Meer segeln, um zu besagten Kristall zu kommen. Und dafür wollen wir uns auf die Hilfe unseres Onkels verlassen. Der gute Lord Byron, der wird uns sicherlich helfen. Hoffen wir zumindest. Sag ich an dieser Stelle und begrüße euch zur nächsten großen Folge von Final Fantasy 16. Weiter geht's. Wir waren schon eben auf der Karte gewesen, in der letzten Folge, haben mit Erschrecken festgestellt, dass wir nur hierhin dürfen. Und sehr eingeschränkt sind, aber Felsfalkenschrei im südlichen Ossaria, das ist schon ein Ort, denn von diesen windigen Höhen aus hat man an klaren Tagen Sicht über das ganze Gebiet bis Schloss Rosalit. Also, hinter und weiter mit der Quest, die wir hier nun verfolgen wollen. Südliches Rosaria. ガブを連れてこなくてよかったの?張り切ってたのに。奴には風獄プカを探ってもらってる。紙幣が動くと面倒だからな。この手の仕事はガブが最も適任だ。ええ、そうね。それに、シドが言ってたように、潜り込むのはドミナントだけでいい。万が一の事態が起こっても、俺たちだけなら、なんとか逃げ出せる。 いつか戻ろうと思ってたの。鉄王国へ。どうして?あの国には、やり残してきたことがあるから。それに、自分の過去と向き合いたい。あなたのように。 Also auch Jill hat den Entschluss gefasst und wird vielleicht irgendwann eine Blutsbande schaffen. Nun geht es weiter nach Amber. Jedenfalls ein schöner Blick, den wir hier haben. Bleib mal kurz die Karte aufrufen. An den Schlangenschuppen vorbei, Felsfalkenschrei. Und hier führt uns die Blutsbande hin. Wir können jetzt auch R gedrückt halten. Und jetzt Jill ein bisschen ärgern, denn nur wir haben ein Reittier und sie nicht. So, sie zappelt uns hinterher offenbar. Ah ne, guck mal, was ist denn da los? Wo ist denn das her? Können wir Killer Bean auch von dem Schokobo aus angreifen? Ne, wir können aber vorbei reiten. Ja, warum auch nicht? Oh. Na gut. Komm. Wir müssen hier erstmal runter. So, vom Teil hier aus kämpfen geht gar nicht. Mit unserer Blitzklinge geht das ganz geschwind. Das wäre es auch schon gewesen. Da wird sich aber unser eigener Schokobo umsehen. Nachdem wir so eiskalt getötet haben. いいな。奴らをかばい立てすれば、俗領総督府の存意により、貴様らを粛清する。我々は、俗領ロザリアの汚れを排除するものである。
肝に銘じよ。承知いたしております。村の者にも言って聞かせますので。 Hier sind die schlimmen Buben unterwegs. Die sollen mit Dorfbewohnern reden. Mit mehreren. Zwei sind mehrere oder was? Null von zwei. Mit einem Paar können sie schon. Was ist hier ein Händler? Ja, ich rede mal mit dem. Das gilt aber nicht, ne? Geierschön, Mann, was habt ihr denn immer das Gleiche hier? Was ist denn das? So, Jüngling, was ist passiert? Erzähl mal. もし何かあったんですか。ああ、俗領総督府に立てつく逆賊が現れたんだと。奴らの住処を探すのに軍が出てきたみたいだ。あんたら旅の人だろ。何か聞いてないか。いえ、特には。そりゃ残念。誰か詳しい話を知らないかな。ああ、は。俗領総督府に立てついたらこの路地が逆賊。Das könnte interessant werden. Irgendjemand, der hier So, alte Frau, ich klaue jetzt mal deine Kiste hier mit deinem Hab und Gut. 10-mal Stahlseide habe ich jetzt weggenommen. Ah, das ist das Beste, wenn man armen Dorfbewohnern Sachen klauen kann. Sehen wir mal was Schönes? Da hinten leuchtet es, aber irgendwo, da war auch eben die Quest. Ich will euer Dorfgut. Ja, nee, da sind die Chocobo. Dann lasse ich das mal. Ja, ein weiterer Jüngling. Na, mita kai? Nan no koto da? Sakki no heishi sa. Are ga kitto uwasa no Kurokishi sama ni chigai nai yo. Kichou na o sugata o haiken dekite shiyawase da na. Soitsu wa yokatta na. Nan demo kono atari ni gyakuzoku ga hisonde nai ka shiraberu n datte. Ore ga soitsu ra o mitsukereba Weitere Informationen gibt es hier bei diesem Dorfbewohner. Hanashi o kikaseてくれるか?なんだい?ここを訪ねていた黒騎士のことなんだが。そこの旅のお方。 私はこの村の長を務める者。お二人に無礼を承知で申し上げる。どうかこの村から早く出て行ってくださらんか。訳を聞いても、今のロザリアは俗領総督府のもと厳しい状況にあります。どんな些細な理由で村が滅ぼされるか分かりません。あなた方のようなよそ者がこそこそと嗅ぎ回れば、 それだけで目をつけられかねないのです。そうなったら最後、総督府を滑るアナベラ様は、直属の配下である黒騎士に村を襲わせるでしょう。お願いします。イーストプールの二の舞にはなりたくないのです。わかった。邪魔をしたな。 やはり黒騎士は母上の差し金だったか。だがこの村は総督府を恐れているようだった。奴らに平伏していれば襲われることもないだろう。民を恐怖で縛るなんて。ジル、どうかしたのか。ごめんなさい。昔を思い出していただけ。大丈夫よ。それにしても、 黒騎士が探している逆賊が気になるわ。奴らの目的を考えれば、ベアラー絡みだろう。もしかしたら、このロザリアには、マーサの他にもベアラーを保護している連中がいるのかもしれない。協力者として迎え入れることができればありがたいが、ここであれこれ考えても仕方がないな。今は先へ進むとしよう。ええ、そうしましょう。 Also führt uns der Weg weiter in die Lande hinein. Über den Schalupfstein. Oder warte mal, sind wir richtig? Ja? Offenbar schon. Finnbrück und Boom-Viadukt.
Boah, Wahnsinn, wie groß das hier ist. Aber das bedeutet viel mehr zu erkunden. Ich bleib jetzt auch mal auf meinen Füßen hier und hol mir den Choki. Denn ich glaube, mit Chocobo wäre das hier alles ein bisschen sehr schwierig zum Kreisen, so hügelig. Und hier gibt es gefallene Jäger, die wir bezwingen wollen, natürlich. Alles klar. Es geht auch alles recht fix wieder. Wir sind ja routinierte Kämpfer. Was machen wir ja zum Frühstück hier? Das gibt's ja gar nicht. Guckt euch das an. So, da hauen wir mal alles rein. Ohne großes Leid. Erledigt. Und wir sammeln noch ein paar Wirts. Und, ach, da können wir doch gleich hier. Drumherum. Und der nächste Halt ist sogar direkt Port Isolde. Ein gefallener Käfer. Ne, drei gefallene Käfer. Schon erstaunlich, dass die Dorfbewohner in ihrem kleinen Kaff in der Nähe von solchen Kreaturen hier hausen. Da gibt es doch bestimmt das ein oder andere Mal gefährliche Konfrontation, wenn sie mal irgendwo hinreisen wollen und dann noch einmal diese Viecher sie angreifen. Die waren ja wirklich ziemlich angriffswütig gewesen. Okay, hier lang. Ah, natürlich warten weitere Jäger hier auf uns. Jawohl. So fix geht das. Apropos, was wir nochmal machen sollten, wenn wir schon hier so fleißig kämpfen. Wie sieht's aus mit Fertigkeitspunkten? Da haben wir relativ viel. Und wir haben jetzt auch von Ramu was freigeschaltet. Blinde Gerechtigkeit. Das ist jetzt Kugelschießen. Da können wir mal, das meistern wir mal. Wir meistern mal hier jetzt überall eine Stufe höher. Was ist das hier? Ionenschlag. Boah! Rufe einen äußerst mächtigen Blitz aus dem Himmel herbei. Welche großen Schaden bei einzelnen Gegnern verursacht. Das würde ich auch gerne mal lernen, ne? Aber wir haben auch hier Windschlag und Lebensflamme. Warum mache ich sowas denn nicht? Ja gut, ich habe es jetzt gesagt, ich mache jetzt mal hier überall ein Level höher und das nächste Mal gibt es dann entsprechend die besseren Fertigkeiten. Tut mir leid, dass ich das jetzt so nur aus dem Augenwinkel erspäht habe, als es alles schon zu spät war. Ah, sehr schön. Wollen wir mal unsere neu gelernte Stärke hier auch mal testen. Oh ja, das deutet schon darauf hin, dass es ziemlich viel Schaden macht, wenn wir hier schon rumfliegen. Da geht jetzt auch mehr. Alles klar. Das ist cool. Also wachsen wir auf unserem Weg zum Port. Und jetzt holen wir auch ihn vom Himmel hier. So, Torga, kümmere dich drum. Auf dass der Weg frei ist. Alles klar, hier unten geht es weiter. Das Ziel ist in der Nähe. Aber erstmal müssen wir finstere Witwen hier erledigen. Aber das ist jetzt offenbar keine Herausforderung für uns. Oha. Blut! Kreipe. Korrekt. Sida. Mada atarashi. Oi! Soko de nani o seiru?
Kurokishi. Warera ni yaiba o mukeru to wa. Sate wa kisamara mo tanebi no mamorite ka? Naraba kono ba de shukusei suru made saki ni itta nakama to wa kakuri yo de au to ii. Warera zanya o ninau mono kokue ni chikai kitaru sennen ogoku no urei o tatsu. Große Reden schwingen vor dem Tode. Ob das was bringt, das frag ich mich natürlich noch. Erstmal wollen wir den Magier hier außer Gefecht setzen. Ah, verdammt. Osa. Na, dann werden wir erstmal die Buben hier außer Gefecht setzen. Und das machen wir mit ganzer Kraft. Okay, einer ist hier noch übrig. Ich wollte ihn nochmal unter Strom setzen. Das ging aber so ganz gut. Die Schwarzschilde sind bezwungen. Und wir erbeuten noch ein wenig was. Wirt und blutige Haut. Das war doch schön. Tanebi no Mamorite to itte ita na. Sore ga omae tachi ga sagashite iru renchu no naka. 客族め知れたことを貴様らが逃亡を手引きしたベアラートもすでに粛清したオールドヒル通戦所に行ってみろあれが 我らにとてついた報いだ。クライブ。この先の集落だ。 Oh, da sind wir ja direkt an der Quelle. Betritt Autil. Einen Moment, ich möchte noch kurz diesen schimmernden Gegenstand mitnehmen. Es sind drei Reißzähne. Glänzend poliert offenbar, dass sie durch ein Licht ausstrahlen. Aber immerhin nehmen wir das jetzt mit und öffnen das Doppeltürchen. Was erwartet uns hier nur an diesem Ort? Los, Doktor. こんなの人がやることじゃ。そうだな。何がここまであの人を一体。クライブ。母上とは全ての蹴りをつける。いつか必ず。
So viel Tod und Verderben schüren den Hass auf Clives Mutter. Doch unser Voranschreiten dämpft das natürlich nicht. Und so geht es weiter hier vorne lang. Über das stille Ufer zum Seitenstrand. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob man belohnt wird, wenn man hier jetzt jede Ecke absucht. Ich glaube nämlich eher weniger. Und ob wir jetzt irgendwo ein Stück blutige Haut verpassen, ist das gleich jetzt auch nicht so dramatisch. Obgleich man natürlich auch das ehren mag, was die Entwickler hier geschaffen haben. Deshalb können wir auch gerne mal ab und zu einen kleinen Schwenker machen und uns die Landschaft einmal genauer angucken. Oha. Die Chocobo da hinten haben uns schon schief angeguckt, offenbar. Da war kurz der Zeiger rot. Oh, da. Braucht jemand Hilfe? Bei der Bewit-Brücke? Nee, hallo. Ja, das ist der einzige Weg hierher zu kommen, Kollege. Das ist ein paar Meter nur entfernt, da vorne. So, als wäre das hier jetzt zwei Tagesmärsche so entfernt. Das ist da vorne! Das ist ja nicht mal ein Fußballfeld, was da schon liegt. Uff, meine Güte. Okay, weiter geht's. Arm muss das natürlich auch so ein bisschen alles runterschrumpfen. Von der Größe her. Zu Ehren des 250-jährigen Jubiläums der Gründung des Großherzogtums Rosaria. Zu Ehren... Okay, nochmal hier. Das ist anders. Zu Ehren des... So ist an alle Ecken und Enden hier, an alle drei Seiten. Tafeln offenbar, ne? Ja gut. Ihnen wird der Zutritt verwehrt? Was für eine Hexe! Geht natürlich gar nicht. Ja, da werden wir mal für Ordnung sorgen. Vielen Dank für die Warnung. Ne, geht nicht. Achso, hier geht's wieder. Man darf also nicht in der Nähe von O Menschen hier reiten. Das ist noch eine weitere Todesblüte. Ah, danke, Tobeka. Hier kann man einmal drumherum laufen. Ich gehe mal gerade weg. Aber ja. Weil ich nicht glaube, dass wir hier noch Großes finden unten. Aber hier oben nähern wir uns zumindest unserem Ziel. Am Seidenstrand gelegen. Ach, hier ist normalerweise der Onkel angesiedelt. Ich verstehe schon. Drei Dornmuschelschalen nehmen wir mit. Sehr schön. Für die Schnellreise ist gesorgt. Und dort wären wir nun endlich. どうか我々にも個人を。うるさい。下がれ下がれ。君どう。あんたたちを許さない。君どう。さっさと帰れと言ってるんだ。殺されたいのか。やってみやがれ。正面から入るのはやめた方がいいな。他の手を探してみよう。
Da sind offenbar zu viele Leute. Also suchen wir einen Umweg. Ano nanmin tachi. Oto Isore de wa kanzen ni mon o tozashite iru ka. Are ja kantan ni haere sou ni nai wa ne. Kuraibu, nani ka ate wa aru? Sou ieba mukashi, Bairon oji-san ga itte ta. Ano machi ni wa senji no dashitsuro toshite tsukau chika tsuro ga yoi sarete iru to. Tashika Sakki mae o toutta Lazaro-gai ni tsunagatte iru hazu da. Mou sabirete shimatte hito ga sunde iru kanji ga shinakatta wa. Ima nara sono tsuro o sagaseru kamo shirenai. Yoshi, itte miyou. Alles klar. Zierflammen lodern stets und führen uns jetzt durch das Lazarusviertel. Hier, das Tor ist offenbar versperrt. Aber womöglich finden wir noch ein paar Meter weiter vorne einen Eingang. Einmal springen und dann mit Gewalt das Tor aufdrücken. Das sah also alles mal ein wenig schöner aus. Okay, springen kann ich hier nicht drüber. Ist da noch irgendwas zu finden? Na, dem Krempel hier hinten. Ah, sieh mal an. Im hohen Gras ist Stahlseide. 10 Mal, genauso viel wie ich bei der alten Dame da im Dörfchen geklaut habe. So. Ich gehe mal tiefer hinein in die Siedlung. Dareka iru. Oi! Shinjusha da! Ja, Toka. Mendoza. Diebe und Banditen. Aber da machen wir kurz einen Prozess. Wie wir es gewohnt sind, mit solch einem Gesindel. Komm, den schlagen wir an eine Wand. Hoppala. Können wir sie alle einmal hier abtasten und dann gibt es hier einen gehörigen Schock für die ganze Gruppe. Das war die finale Vollstreckung, was zum Bezwingen der Banditen geführt hat. Und dafür ernten wir natürlich nochmal richtig schön Stahlseide, Gilkäfer und den ganzen anderen Kram. Kisama, sono kengi wa ittai doko de naratta? Omae tachi ga shiru hisyou wa nai. Phoenix no hono. Sonna masaka Kuraibu sama nano desu ka? Kuraibu sama, gobure o. Oshitashiburi de gozaimasu. Wade ni gozaimasu. Gozonmei de arareta to wa. よく生きて。
場所を変えましょう。Offenbar haben wir die anderen nur ausgenockt. Gott sei Dank waren wir nicht zu rau mit ihnen. Denn sonst hätten wir unsere Verbündeten erledigt. Rosario Torimodos Tame Schukezusta, Koko Kishino Ikinokori. Sorega Warewale, Tanebino Mamoriteo Nanur Monotachi. Toa ye, Zokurio Sotokuni Mako Shobu Dekiru Hodo.我々の戦力は大きくありません。ですから、これまでは秘密裏に抵抗を繰り返してきました。それに加え、保護したベアラーたちを粛清から守るため、うまくかくまっていたつもりだったのですが。奴らに知られ、オールドヒル造船所はやられた。黒騎士め、見せしめのような手段に出るとは。なぜ母上はベアラー粛清を黒騎士なんて作ってまで。ベアラーを疎んでいたのは知ってるが、それにしたって度が過ぎている。タガが外れたとしか。イーストプールの一件で目障りならば消せばいいと気づいたのでしょう。ここの駐屯兵が過激になったのも俗領総督アナベラの命によるものです。信仰シルベストルとの間に子を設けてからというもの、ベアラーへの固執が強くなったように思えます。あの女アナベラは自分の子が滑る国家から不要なものを取り除きたいのかもしれません。そんなことで。ウェイド卿、黒騎士に動きあり。大橋付近に本衛隊です。よし、支度だ。急がせろ。黒騎士の主力である本衛隊に打って出ます。このままではさらなるベアラーの血が流れかねない。彼らのために我々が表に立たなければ。俺たちも戦おう。ここまで旅をする中で黒騎士の非道なやり方を目の当たりにしてきた。母上の命によるものならそれは俺の戦いでもある。私も民を恐怖で縛る総督府を見過ごせないから。ははクライブ様、ジル様、御意に。お二人と戦えることをこのウェイドは誇りに思います。必ず勝ちましょう。ウェイド卿、どうかよろしく頼む。ええ、任せてください。 Auf die guten alten Zeiten werden wir gemeinsam kämpfen, aufbrechen zum nächsten Schlachtfeld gehen.Die 10 Flammen lodern lassen. Für das Wohl von Rosaria. Seid ihr kampfbereit, ihr lieben Leute? Nein, noch nicht! Dann habt ihr ja noch ein wenig Zeit, euch zu rüsten, eure Klingen zu schärfen und mit uns aufzubrechen. Denn die Reise beginnt erst beim nächsten Mal. Und bis dahin dürft ihr noch schön kommentieren, liken, abonnieren, Glöckchen aktivieren und den ganzen Kreppel.Dann seid ihr Größe für den Kampf, der uns das nächste Mal erwartet. Hier bei Final Fantasy 16. Bis dahin, gehabt euch wohl, auf Wiedersehen und bye.